Hallo Leute, erstmal wollen wir euch jetzt einige Trailer zeigen zu Halo 4, weil wir wollen einfach mal alles zusammenwürfeln, was es gerade so im Internet gibt. Dann zeigen wir euch noch ein paar Infos oder sagen sie euch besser gesagt. Und ja, noch so ein bisschen Spekulation gibt es halt auch noch in den ganzen Trailern und was auch immer, weil halt noch nichts hundertprozentig sicher ist. Und ja, wenn ihr das nicht sehen wollt, dann springt vielleicht ganz am Schluss. Klickt hier einfach dann auf den Button drauf, dann seht ihr nur die News, die auch wirklich bestätigt sind. Also, wir fangen direkt mal mit dem Debüt-Trailer an zu Halo 4. Wir überspringen den Anfang jetzt einfach mal. Das ganze I need you Gedöns des Cortana-Schrei kennt ihr sicher schon, ihr habt den Trailer wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, in der Description, Gangsterhaft, könnt ihr das ganze Zeugs wieder sehen. Wir verlinken einfach alles. Und ja. So, direkt hier mal Pause. So haben wir den Chief zuletzt in Halo 3 halt gesehen. In der Kryoröhre hat er sich eben eingefroren. Und direkt hier merkt man schon, die Scheibe ist komplett eingefroren und so ein bisschen Schnee fliegt dann durch den Kryoraum. Das heißt, er war wahrscheinlich schon eine ganz schöne Weile da drin. Aber was man da noch anmerken muss, 343 hat bestätigt, dass der Trailer nicht der Anfang von Halo 4 ist. Der wird einfach so nur ein bisschen halt zusammengewürfelt, um das Spiel eben möglichst cool zu präsentieren. Deswegen, es kann auch komplett andersrum anfangen. Keine Ahnung, der Chief kann auch irgendwie auf einem Pony oder sowas durch die Gegend reiten, wer weiß. Wir werden halt noch sehen. Also, wie schon gesagt, der Frost, bla bla bla. Die Lichter gehen an, der Chief stößt die Röhre auf, Rauch, bla bla. So, hier sehen wir erstmal Cortana. Sie sieht komplett anders aus, wenn man es jetzt mal mit Halo 3 vergleicht. Erstmal hat sie viel kürzere Haare und offensichtlich Kleidung an. Also das Spiel wird wahrscheinlich etwas erwachsener, würde ich mal sagen. Und hier merkt man auch direkt, dass 343 die Rüstung vom Chief verändert hat. Dazu haben sie auch noch gesagt, dass es eben nicht so in der finalen Version sein wird. Also möglicherweise wird er ganz normal mit der Halo 3 Mark 6 Rüstung aufwachen, wenn das Spiel losgeht. Hier im Hintergrund kann man jetzt auch gut erkennen, die verschiedenen Kryoröhren haben hier schon Eis und Schnee angesetzt. Also, wie schon gesagt, wahrscheinlich ist er schon eine ganz schöne Weile hier drin. Verrückte Explosion. Warum auch immer, das wissen wir auch noch nicht genau. Und hier sieht man jetzt natürlich sofort wieder, was das so ziemlich die halbe Community, keine Ahnung, die Wand hochgehen lässt. Der Chief hat offensichtlich Jetpacks. Nein, hat er nicht. Das sind wahrscheinlich nur Schubdüsen, sagt zumindest 343, weil sich wirklich voll viele Leute darüber aufgeregt haben. Warum hat der Chief jetzt plötzlich ein Jetpack auf dem Rücken oder sowas? Aber man sieht eindeutig, das sind ja, Schubdüsen, die in die Rüstung integriert sind. Warum er sie erst jetzt benutzt, ist ein bisschen fragwürdig, aber naja, wir lassen es einfach mal so. Und hier kann man jetzt was sehen, das hat ein Fan im Forum erwähnt. Ist natürlich nur Spekulation. Hier seht ihr jetzt unten dieses, naja, Fenster würde ich jetzt mal nicht sagen, aber er hat zumindest gemeint, dass es ein Fenster sein könnte. Und eine kreisrunde Form oder zumindest eine Andeutung von einer kreisrunden Form. Und was will uns das sagen? Möglicherweise ein Halo. Aber wir werden später noch sehen, wenn wir die Außenansicht vom Schiff bekommen, dass das wahrscheinlich gar nicht sein kann, weil das Schiff eigentlich viel breiter ist und wahrscheinlich noch einige Maschinendecks und sowas drunter sind. Also, naja, mal sehen. Hier seht ihr jetzt auch drei Waffen, die in der Luft rumschweben. Und hier kann man jetzt auch nicht direkt sagen, dass es Waffen sind. Haben sich auch wieder viele Fans darüber beschwert. Sieht ein bisschen aus wie eine Pistole, aber ich persönlich denke eher, dass es eine Art Leuchtfeuerpistole oder so sein wird. Was weiß ich, warum die jetzt da rumfliegen. Man sieht auch direkt, sobald der Chief den Abzug zieht, fängt die Kugel an aufzuleuchten, so bläulich oder weiß. Und als sie hier die Tür trifft, gibt es auch eine weiße oder ziemlich helle Explosion eben. Deswegen ist nur meine Vermutung, mal sehen, was denkt ihr, schreibt es vielleicht in die Comments, was auch immer. Hier lädt das direkt danach. Das ist kein Aufsatz. Da haben sich auch viele drüber beschwert, dass es nicht zu Halo 4 passen wird, wenn man Aufsätze oder so auf die Waffen schnallen kann, wie zum Beispiel in, keine Ahnung, Crysis 2 oder was auch immer. Ist möglicherweise nur eine Andeutung, aber ich denke eher, dass das nicht beabsichtigt war und er einfach die Waffe ganz normal nachlädt oder die Leuchtfeuerpistole eben.
Wir sehen auch später dann noch einen Director's Cut Trailer, der wurde dann abgeändert, weil sich eben zu viele Leute darüber Gedanken gemacht haben. Da wirft er die Waffe ganz einfach weg. Ja, hier jetzt eben die Außenansicht vom Schiff und man kann sehen, einige Decks sind praktisch noch unter ihm, also war das eine wahrscheinlich wirklich kein Fenster, sondern irgendwie nur so ein, keine Ahnung, Schacht und es waren vielleicht Kabel oder sowas. Was ein bisschen komisch hier ist, ja, ich weiß, man sieht den Planeten schon im Hintergrund, die Explosionen gehen das Schiff quasi nach hinten ab. Also vielleicht purer Zufall, wer weiß überhaupt, warum das jetzt explodiert. Möglicherweise ist irgendwas auf dem Schiff, ist alles auch nur Spekulation. Ja, hier jetzt das riesige Tor. Was kann man dazu sagen? Ihr werdet später noch öfters sehen, warum der Planet da existiert. Werdet ihr dann auch noch hören oder, naja, was auch immer. Alles nur Spekulation. In dem Fall, das war's jetzt erstmal zu dem Trailer. Jetzt gleich zeigen wir euch den Director's Cut noch. Da erklären wir euch dann kurz noch die Unterschiede und warum es die überhaupt gibt. Ja, bis gleich. Ach so. Okay, also hier sind wir jetzt wieder mit dem Director's Cut. Das ist im Prinzip ganz genau der gleiche Trailer, nur sie haben ein paar Sachen verändert. Zuerst mal, wenn ihr den seht, dann werdet ihr wahrscheinlich direkt die Musik bemerken. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das schon praktisch fertige Spielmusik sein wird. Also schon zum Soundtrack praktisch gehört, ob da, oder ob die einfach irgendwie nur, keine Ahnung, freie Schnauze schnell irgendwie gemacht wurde. Hauptsache es passt zum Trailer. Dann hier sieht man auch direkt, dass der Chief nicht mehr spricht. Also er sagt nicht mehr I'm here, sondern er nimmt direkt Cortana praktisch aus diesem Terminal oder was auch immer das ist raus und steckt sich's hinten in den Helm rein, den Chip. Er fliegt dann direkt los und dann sieht man auch direkt an der Stelle mit der Waffe, er wirft sie am Ende einfach weg. Das hat 343 gemacht, weil sich zu viele Fans einfach den Kopf drüber zerbrochen haben, was das für eine Waffe ist, ob das jetzt irgendwie eine neue Pistole ist oder sowas. Offensichtlich ist die also nicht wirklich von Belang und ist einfach wirklich nur so eine Art Signalrakete oder so, die der Chief jetzt einfach zu einer Art Bombe umfunktioniert hat in dem Fall. Ja, ansonsten ist so ziemlich der gleiche Trailer, nur Musik. Der Chief spricht weniger. Vielleicht hat es jetzt einfach damit zu tun, dass 343 ein bisschen was ändern will. Also sie wollen ja mehr über ihn zeigen. Allerdings wollen sie auch sein Verhalten so ändern. Wie genau sie das machen wollen, haben sie noch nicht gesagt. Ja, und ansonsten, dass er halt noch die Waffe am Schluss wegwirft. Das war es im Prinzip schon, der gleiche Trailer.